Heute sprechen wir wieder über das Gesetz der Anziehung und zwar über den energetischen Hintergrund. Das heißt, wir sprechen über die unsichtbaren Kräfte, die zum Einsatz kommen, wenn das Gesetz der Anziehung wirkt, was es die ganze Zeit tut. Also die Kräfte, die unsichtbaren Kräfte, die dafür verantwortlich sind, welche Umstände, Dinge und Menschen wir in unser Leben ziehen. Und vor allem gehen wir darauf ein, wie wir diese unsichtbaren Kräfte nutzen können, bewusst nutzen können, um die Umstände, Dinge und Menschen in unser Leben zu ziehen, die wir in unserem Leben haben wollen. Bevor wir das tun und genau auf den energetischen Hintergrund eingehen, schauen wir uns aber nochmal ganz kurz an, über was wir in dem Video, in dem Videoteil 1 zum Gesetz der Anziehung besprochen haben, nämlich die Funktionsweise des Unterbewusstseins. Unser Unterbewusstsein ist dafür verantwortlich, welche Dinge, Umstände und Menschen wir in unser Leben ziehen. So zumindest auf der ersten Ebene. Auf der zweiten Ebene ist es dann wichtig, den energetischen Hintergrund zu kennen. Aber zuerst mal muss man die Funktionsweise unseres Unterbewusstseins verstehen. Und da haben wir uns kurz das Beispiel mit dem roten Auto angesehen, also mit einem roten Fiat 500. Wenn man sich einen roten Fiat 500 kauft oder was auch immer für ein anderes Auto, in welcher Farbe auch immer, wird man dieses Auto dann ganz oft auf der Straße wahrnehmen. Nicht, weil dieses Auto jetzt öfter auf der Straße fährt, sondern weil man seinen Fokus darauf gerichtet hat, weil dieses Auto in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist und somit unser Blick immer wieder darauf gerichtet sein wird. Genauso ist es bei schwangeren Frauen. Oder auch bei allgemein bei Ehepaaren, die gerade in einer Schwangerschaft sind, die gerade eine Schwangerschaft mitmachen, sieht man sonst nie Schwangere, wird man dann immer auch andere schwangere Personen und Ehepaare sehen, die sich in der Schwangerschaft befinden, weil man einfach dann den Fokus darauf gerichtet hat. Unser Unterbewusstsein kann man sich vorstellen wie ein Garten, wie Erde. Ganz egal, was für Samen man da hineinsteckt, die Samen werden wachsen. Und unser Bewusstsein ist dafür verantwortlich, welche Samen hineingesteckt werden. Also wir sind dafür verantwortlich. Wir geben dem Unterbewusstsein sozusagen den Befehl. Wir stecken den Samen unter die Erde und sagen, worauf unser Fokus gerichtet sein soll. Also wenn wir Unkraut pflanzen, werden wir auch Unkraut ernten. Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht, ob etwas gut oder schlecht ist. Es wird das wird wachsen im Garten des Unterbewusstseins, was wir mit unserem Bewusstsein dort einpflanzen. Das bedeutet also auch, wenn wir uns gesünder ernähren wollen, es ist ganz wichtig, dass wir die Techniken der Affirmation und des Visualisierens nutzen, um unseren Wunsch, um unser Ziel, zum Beispiel des Abnehmens, in unser Unterbewusstsein hinein zu betonieren. Das heißt, wir müssen den Samen des Abnehmens hineinbetonieren, indem wir zum Beispiel bestimmte Affirmationen immer wieder sprechen, wie ich ernähre mich gesund, mein Körper ist mein Tempel, ich und mein Körper sind eine Einheit, ich behandle meinen Körper liebevoll. Dann richten wir unser Unterbewusstsein darauf, dass wir auch gesündere Ernährung wahrnehmen, wenn wir uns im Supermarkt und beim Einkaufen befinden. Genauso ist es, wenn wir uns einen neuen Job suchen wollen. Wenn wir uns den ganzen Tag sagen, ich finde sowieso keinen Job, es gibt keine Jobs für mich, dann richten wir unser Unterbewusstsein darauf, keine Möglichkeiten zu erkennen. Wenn wir aber sagen, es gibt Möglichkeiten, ich finde einen Job, Jobs gibt es wie Strand am Meer, dann richten wir unser Unterbewusstsein auch darauf, Möglichkeiten zu erkennen. Also da ist es ganz wichtig, um gewisse Anziehung zuerst, denn die Funktionsweise des Unterbewusstseins zu verstehen, wie Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammenwirken und wie wir unser Unterbewusstsein beeinflussen können, um unseren Fokus auf bestimmte Dinge zu richten und unser Leben somit in bestimmte Bahnen zu lenken, die uns in die Richtung unserer Wunscherfüllung, unserer Zielerfüllung führen. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann ist es ganz wichtig, den energetischen Hintergrund des Gesetzes der Anziehung zu verstehen. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn du die Geheimnisse des Universums verstehen willst, dann denke in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibration. Ist ein Satz, ist ein Zitat von dem berühmten Forscher Nikola Tesla, der es uns
sehr viel leichter macht, auch den energetischen Hintergrund des Gesetzes der Anziehung zu verstehen. Denn wir haben jetzt gerade nochmal den Teil 1 vom Gesetz der Anziehung wiederholt von unserer Videoreihe, nämlich die Funktionsweise des Unterbewusstseins. Und jetzt schauen wir uns den energetischen Hintergrund an. Es ist ja klar, dass wenn wir unseren Fokus auf etwas gerichtet haben, wenn wir zum Beispiel einen roten Fiat 500 in unserem Kopf haben, unser Fokus auf den roten Fiat 500 gerichtet sein wird und wir diesen mehr in unserer äußeren Welt wahrnehmen werden und sich das Ganze so schneller, die Dinge sich so schneller manifestieren, weil wir den Fokus darauf gerichtet haben. Genauso wie beim Beruf, wenn wir sagen, es gibt viele Jobs, sehen wir Möglichkeiten, wenn wir die Einstellung haben, dass es keine Jobs gibt, werden wir auch keine wahrnehmen, weil wir unseren Fokus nicht darauf gerichtet haben. Wie manifestieren sich aber die Dinge in der energetischen Welt? Also wie manifestieren sich die Dinge durch die unsichtbaren Kräfte? Um das zu verstehen, habe ich ein ganz cooles Beispiel. Also zuerst muss ich noch anführen, dass wir alle über ein energetisches Energiefeld miteinander verbunden sind. Genauso wie alle Pflanzen unter der Erde über ihre Wurzeln durch ein Energiefeld miteinander verbunden sind, so sind auch wir Menschen über ein Energiefeld miteinander verbunden, das energetisch funktioniert und das für uns sozusagen unsichtbar ist. Es ist aber so, dass wir über dieses Energiefeld miteinander verbunden sind und dadurch alle auf dieses Energiefeld zugreifen können und dort auch die Daten übertragen werden. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Radiogerät. Ein Radio kann Frequenzen empfangen. Und je nachdem, auf welche Frequenz man ihn einstellt, empfängt man ein anderes Programm. Wenn man jetzt ein bestimmtes Programm hört, heißt es nicht, dass die anderen Programme nicht da sind. Die Frequenzen schwingen trotzdem in unserer Welt herum. Nur ist das Radiogerät nicht auf diese Frequenz eingestellt. So können wir uns das wieder im roten Fiat vorstellen. Wenn wir den Fiat nicht in unserem Kopf haben, schwingen wir nicht auf der Frequenz des Fiats, haben wir den roten Fiat 500 aber in unserem Unterbewusstsein, schwingen wir auf seiner Frequenz und werden diesen überall wahrnehmen. Genauso ist es bei einem Fernsehgerät, das ja ähnlich funktioniert wie ein Radiogerät, das auch bestimmte Frequenzen empfangen kann und je nachdem kann man einen anderen Fernsehkanal auswählen, je nachdem auf welche Frequenz man sich einschwingt. Und unsere Gedanken und Gefühle senden auch Vibrationen hinaus in diese Welt, die auf bestimmten Frequenzen schwingen. Und dadurch können wir miteinander kommunizieren und die Dinge in unser Leben ziehen, die wir in unserem Leben haben wollen. Ein witziges Beispiel habe ich da von meiner Mutter. Die war vor ein paar Wochen mal in einem Blumengeschäft und hat dort so ein Blumengesteck, kann man sagen, also so eine Deko mit Blumen gesehen, so ein kleines Dekostück und hat sich gedacht, das ist sehr schön, hätte ich gerne. Und ja, hat den Gedanken rausgesendet, dass sie das gerne hätte, positive Gefühle zu dem Gegenstand rausgesendet, hat ihn dann aber nicht gekauft, nicht erworben, weil sie sich gesagt hat, dass sie ja eh schon genug solche ähnlichen Dinge zu Hause hat. Dann ungefähr 4-5 Stunden später, also die Manifestation ist wirklich unmittelbar geschehen, kam ein Freund meines Vaters mit seiner Frau auf Besuch und seine Frau hat meiner Mutter genau dieses Blumengesteck als Geschenk mitgebracht. Es war also so, dass sie die Vibrationen, also die Gedanken rausgesendet hat, die Vibrationen, und die Frau das Blumengesteck gekauft hat. Die war zugänglich für diese Frequenzen. Das Universum wusste, dass diese Frau ein Geschenk kaufen möchte, hat diese Gedanken übers Energiefeld zu ihr übermittelt und sie hat dann den Blumenstrauß gekauft. Also ich finde, das ist ein Beispiel, wo es ganz einfach verständlich ist, wie der energetische Hintergrund funktioniert beim Gesetz der Anziehung, wie die unsichtbaren Kräfte funktionieren und wie alles zusammenhängt. Ich habe da noch ein weiteres Beispiel von mir. Ich wurde durch das Gesetz der Anziehung aufmerksam auf den berühmten MMA-Fighter Conor McGregor, habe mich dadurch in den Sport verliebt, zumindest visuell, also habe mir gerne Videos angesehen, habe mir dann auch gedacht, hey, wäre ja cool, auch mal so zu kämpfen, Mixed Martial Arts ist eine Sportart, die mir sehr gefällt, habe dann einfach spaßeshalber visualisiert, wie ich mal in so einen Käfig laufe, wie ich darin kämpfe, wie es sich anfühlt zu kämpfen. Es hat sich noch ganz komisch angefühlt, weil ich noch nicht wusste, wie ich schlagen sollte, wie ich kicken sollte, wie ich mich verteidige. Und ja, ich habe es einfach mal zum Spaß visualisiert, hatte da sehr positive Gefühle dabei, habe die Gedanken rausgesendet.
Ein paar Wochen später kam es dazu, dass ich den größten Veranstalter von MMA-Wettkämpfen in meinem Bundesland kennengelernt habe. Wir ins Gespräch kamen, er mich zum Training eingeladen hat und ich dann die nächsten 2 Jahre in diesem Verein trainiert habe und sogar zu einem Kampf angetreten bin. Also nur durch meine kleine Visualisation, aber weil ich so ein positives Gefühl darin hatte, worauf wir ja in Teil 1 schon eingegangen sind, wie wichtig es ist, dass man beim Visualisieren auch das Gefühl erzeugt, das man hat, wenn man sein Ziel erreicht hat. Dadurch habe ich mich in den Zustand hineinversetzt und habe das in der äußeren Welt angezogen. Ich habe diese Gedanken hinausgesendet. Diese Frequenzen hat er bekommen, also der Typ, was ich dann kennengelernt hat, was mich da in das Training gebracht hat, was mich zum MMA gebracht hat. Und ja, so funktioniert einfach der energetische Hintergrund. Ich habe noch ein weiteres Beispiel aus meinem Leben. Das war ganz am Anfang, als ich mit dem Gesetz der Anziehung in Kontakt gekommen bin. Da habe ich mir gedacht, also da habe ich irgendwo gelesen oder in einem YouTube-Video gehört, dass man sich zuerst kleine Dinge manifestieren soll, ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung spielen soll, um es einfach mal auszuprobieren. Und ja, das habe ich dann getan. Habe mir einen Kugelschreiber manifestiert. Ich wollte unbedingt einen schönen Kugelschreiber, ein bisschen einen edleren Kugelschreiber, weil ich beruflich viel schreiben musste. Und ja, habe mir gedacht, ja, wie soll denn so ein Kugelschreiber zu mir kommen? Es wird nicht einfach jemand kommen und mir so einen Kugelschreiber schenken. Ist aber dann lustigerweise genauso passiert. Ich habe visualisiert, wie ich so einen Kugelschreiber habe. Und 3-4 Wochen später hat mich im Büro jemand zu sich gerufen, also einer meiner Ausbilder, hat gemeint, er hat ein kleines Geschenk für mich. Ich habe da noch gar nichts vermutet, was er für ein Geschenk hätte haben können, gehabt hat für mich. Und ja, er hat mir dann so ein kleines Schächtelchen gegeben, eine kleine Schachtel. Und da war ein Kugelschreiber drin, in ganz einem schönen Schwarz, wo mein Name in Gold eingraviert war. Das war so mein erster Kontakt, wo ich so verstanden habe, wie das funktioniert, wie jemand Gedanken aussendet, ein anderer diese empfängt und das alles über dieses Energiefeld stattfindet, über das wir alle miteinander verbunden sind. Also das ist ganz wichtig, wenn man den energetischen Hintergrund des Gesetzes der Anziehung verstehen möchte. Also in Teil 1 ist es wichtig, also zuerst ist es wichtig, die Funktionsweise des Unterbewusstseins, des Zusammenspiels zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein zu verstehen, über was wir in Teil 1 gesprochen haben in dieser Videoserie. Und zum Zweiten ist es eben wichtig, den energetischen Hintergrund zu verstehen. Damit kennst du dich jetzt auch aus. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, zum energetischen Hintergrund, hinterlass mir die ganz einfach in den Kommentaren, werde ich euch alle beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr regelmäßig, wöchentlich, fast täglich neue Videos zu den Themen Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung wollt. Und wenn du mehr über das Gesetz der Anziehung erfahren möchtest, dann schaut dir noch die nächsten Teile dieser Reihe an. Das war jetzt Teil 2, wie gesagt. Teil 1 geht um die Funktionsweise des Unterbewusstseins. Und im nächsten Video, das ich herausbringen werde, werden wir über das Gesetz der Anziehung Teil 3 sprechen. Über bewusstes und unbewusstes Manifestieren, über Glaubenssätze und Gewohnheiten. Ja, bin schon gespannt. Bis zum nächsten Mal. Dein Calvin.